Stünden den Vereinen, die mit Steuergeldern finanzierten Schulsportstätten, auch an schulfreien Tagen zur Verfügung, hätte die Republik bereits einiges gewonnen. Die Schulen hätten mehr Einnahmen, der Staat geringere Gesundheitskosten und Eltern eine kostengünstige Möglichkeit für eine Kinderbetreuung in den langen Sommerferien. Die volkswirtschaftlichen Effekte einer erweiterten Öffnung der Schulsportstätten belegt eine neue Sports Eco Austria Studie, die Sport Austria Bundesorganisation und die Sportunion präsentierten. Deshalb fordert der organisierte Sport eine gesetzliche Verpflichtung für Schulen, Sportvereinen, ihre Schulsportstätten zu sozialverträglichen Preisen zu öffnen. Schönen guten Morgen auch von unserer Seite. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur gemeinsamen Pressekonferenz von Sport Austria und der Sportunion. Österreichs Sport hat zu wenig Platz. Wie hier eine erweiterte Öffnung der Schulsportstätten helfen könnte und wie sich eine solche auf die Volkswirtschaft auswirken könnte, wollen wir euch heute präsentieren. Und ich darf gleich einmal das Podium vorstellen. Landeshauptmann außer Dienst Hans Niesl, Sport Austria Präsident, Peter McDonald, Sportunion Präsident und die Frau Dr. Gleisner, Sportätzung Austria, die Studie erstellt hat. Das war es schon einmal von meiner Seite und damit darf ich gleich weitergeben an Peter McDonald zu seinem Eröffnungsstatement. Danke. Dankeschön. Wir müssen hier noch ein bisschen umbauen, glaube ich. Herzlichen Dank für Ihr Kommen zu dieser Pressekonferenz. Es ist eine Pressekonferenz der Sportunion Österreich gemeinsam mit der Sport Austria. Wir haben dieses Thema Öffnung der Schulsportstätten der Sportunion begonnen. Ich freue mich sehr, dass der neue Präsident von Sport Austria dem sofort zur Seite gesprungen ist und uns hier sehr stark auch unterstützt. Als Präsident der Sportunion habe ich natürlich eine Mission. Wir bewegen Menschen. Wir bewegen Menschen nicht nur physisch, indem wir sie in den Sportvereinen die Möglichkeiten bieten, dass sie sich täglich, wöchentlich oder monatlich, wie auch jeder das gerne hat, in Bewegung kommt. Es geht auch um viele emotionale Momente, Glücksmomente, die wir in dem sozialen Gebilde Sportverein ermöglichen. Und das sind nahezu 1 Million, die dies in Österreich für die Sportunion machen. Aber insgesamt haben wir in Österreich 500.000 Österreicherinnen und Österreicher, die ehrenamtlich tätig sind in den Sportvereinen und dort auch wöchentlich 1,5 Millionen Arbeitsstunden verbringen und das unentgeltlich, ehrenamtlich und damit zum Wohle, dass wir diese flächendeckende Struktur, worum wir in Europa beneidet werden, überhaupt erst ermöglichen können. Das zum Start. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen hält. Wir haben ein System mit 15.000 Sportvereinen, das ehrenamtlich geführt ist und wo wir, glaube ich, sehr dankbar sein müssen dafür, dass wir hier so eine Vorzeigestruktur haben. Leider wird aber der Sport in Österreich unter seinem Wert geschlagen. Ich glaube, da sind wir ein Stück auch selbst schuld, dass wir den Sport zu wenig vor den Vorhang holen. Ich glaube, das ist wichtig, dass einerseits mehr darüber geschrieben wird, mehr darüber gesprochen wird, aber auch aufgezeigt wird, was in Österreich durch Sport alles stattfindet. Wir zum Beispiel als Sportunion haben 330.000 Kinder und Jugendliche in ihrer wichtigsten Entwicklungsphase dem Sport zugeführt. Und wir wissen alle, die selbst Sport gemacht haben, Sport ist die beste Lebensschule für Jugendliche und Kinder. Und jeder, der selbst Kinder hat, trachtet ja danach, seine Kinder dann zum Sport zu bringen. Was lernt man dort? Leistungsorientierung, Fairness, Leadership und Teamgeist, aber auch Integration, unabhängig von der sozialen Herkunft und unabhängig auch von der lokalen Herkunft. Also der Sport ist einerseits die beste Lebensschule, aber andererseits natürlich auch die beste Gesundheitsvorsorge. Und da kommen wir schon an dem Thema ein bisschen näher. Ich war ja selbst der Chef der österreichischen Sozialversicherung, bin nach wie vor für Johnson & Johnson im Gesundheitsbereich tätig und sehe hier eine klare Verbindung zwischen Bewegung und Gesundheit. Und damit wir das ermöglichen, dass die Österreicherinnen und Österreicher auch mehr gesunde Lebensjahre haben werden. Wir sind hier im Europaschnitt unterdurchschnittlich, auch im OECD-Durchschnitt unterdurchschnittlich, was unsere gesunde Lebenserwartung betrifft, brauchen wir die Möglichkeiten, mehr Sport zu machen.
Wie können wir diese Möglichkeiten schaffen? Wenn wir schon wissen, dass Sportstätten Krankenbetten sparen, dann braucht es einfach mehr Sportflächen in diesem Land. Wir haben gerade in Städten einen Sportstättenmangel und wir bräuchten hier mehr Investitionen in neue Sportstätten, aber auch ein effizienteres Nutzen von bereits bestehenden Sportstätten, die aus öffentlichen Mitteln, nämlich aus Steuergeldern der Österreicherinnen und Österreicher finanziert worden sind. Und wenn wir heute wissen, und ich habe mich selbst hingesetzt vor den Kalender und habe mir das einmal angeschaut, wenn wir heute wissen, dass in einem Jahr, das 365 Tage hat, ziemlich genau die Hälfte, nämlich 180 Tage schulfrei ist und sehr häufig an schulfreien Tagen diese Sportstätten für Sportvereine nicht zugänglich sind, dann sehen wir schon allein aus dieser einfachen Zahl, was wir hier an Potenzial liegen lassen. Ich möchte mich aber bedanken auch für die gute Kooperation der Schulen und der Sportvereine, die es natürlich gibt und wo sehr viel schon sehr gut läuft. Aber trotzdem glauben wir, dass wir durch die Ermöglichung eines wirklichen flächendeckenden, verpflichtenden Öffnung der Schulsportstätten hier neue Möglichkeiten schaffen würden. Da geht es nicht darum, dass man vom Direktor oder vom Schulwart, von deren Gutwill abhängig ist, sondern dass das einfach eine Selbstverständlichkeit werden muss, dass für Sportvereine, Schulsportstätten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert worden sind, auch geöffnet werden. Wir haben dazu gebeten, dass die BSO eine Studie in Auftrag gibt und die BSO hat die Frau Dr. Gleisner beauftragt, die Sports Econ Austria, das jetzt auch wissenschaftlich untermauert, was das für einen ökonomischen Nutzen haben kann und was hier auch an Bedarf auch tatsächlich in den Vereinen quer über Österreich stattfindet. Und ich darf damit dann die Frau Dr. Gleisner übergeben. Ja, bitte. Herzlichen Dank, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich mache das. Dankeschön. So. An uns ist man herangetreten mit der Bitte, möglichst ergebnisoffen zu quantifizieren, ob eine erweiterte Öffnung von Schulsportstätten einen volkswirtschaftlichen Mehrwert haben kann. Das haben wir gemacht. Ja. Eine solche Quantifizierung umfasst einige Komponenten und im Wesentlichen sind es zwei. Das ist zum einen die makroökonomische Aspekte, die man berücksichtigen muss, zusätzliche Nachfrage bei noch bestehendem Angebot oder möglichen Kapazitäten führt dazu, dass es zu Mehreinnahmen der Schulen kommen könnte, zu einem Mehrangebot an Vereinsaktivitäten, was in weiterer Folge dann auch dazu führt, dass man Wertschöpfungseffekte und Beschäftigungseffekte in Österreich generieren könnten. Auf der anderen Seite wäre das Bild unvollständig, wenn wir nicht auch die gesundheitsökonomischen Effekte mitrechnen würden, sprich die direkten Effekte, die wir im Gesundheitswesen selbst berücksichtigen müssen, als auch die indirekten Effekte, sei es an Krankenständen, die vermindert werden, oder auch Frühpensionierungen und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Möchten wir mal mit den makroökonomischen Effekten beginnen, dann ist es ein relativ aufwendiges und mehrstufiges Verfahren gewesen, um hier zu den entsprechenden Zahlen zu gelangen. Im ersten Schritt haben wir anhand der OMG-Befragung unter 1559 Sportvereinen der Sportunion abgefragt, welche zusätzlichen Kapazitäten benötigt würden und welche Kapazitäten hier durch die Sportstätteninfrastruktur, die man an Schulen vorfindet, gedeckt werden könnte. Daraus wurde dann abgeschätzt, wie hoch das zusätzliche Aufkommen an nötigen Stunden wäre. Dies allein reicht nicht. Man muss natürlich auch sehen, wie viel kann an den Schulen noch an Angebot aufgeboten werden. Das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, wie die Kapazitäten im Moment bereits ausgelastet sind und wie die Öffnungszeiten derzeit aussehen. Wenn man diese beiden verschränkt, das, was Vereine nachfragen und was die Schulen anbieten können, dann kommt man dann zur tatsächlichen Nachfrage, die wir abdecken könnten österreichweit. Und diese könnte man dann in einem vierten Schritt eben bewerten, zum ersten in Form von Einnahmen für die Schulen bzw. Ausgaben der Vereine und in weiterer Folge im Hinblick auf Wertschöpfung. Beginnen wir mit dem, was die Schulen anbieten könnten bzw. was die Vereine nachfragen würden. Wenn die Vereine die freie Wahlmöglichkeit hätten, dann wäre es so, dass 9 Vereine jeder 9. Verein bis zu 10 Stunden mehr pro Woche nachfragen würde, wenn es die Kapazitäten in Schulsportstätten gäbe.
Wir sehen hier einen extremen Ausreißer, das ist Wien. Ja, da wäre es jeder vierte Verein, der hier zusätzliche Kapazitäten benötigen würde. Aber auch in Tirol und in Kärnten sehen wir, dass wir über dem Österreich-Durchschnitt von 11% an Schultagen und guten 10% an den schulfreien Tagen zu liegen kommen würden. Es macht aber Sinn, das Ganze nicht nur auf Bundesländerebene sich anzuschauen, sondern auch nach Gemeindegrößenklassen. Wir sehen ganz rechts Wien mit denselben Zahlen wie auf Bundeslandsebene, weit überdurchschnittlich, aber auch, dass vor allem die Städte zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern im Moment diejenigen sind, wo die Kapazitäten am meisten nachhinken. Das heißt, entweder sind nicht ausreichend Kapazitäten vorhanden oder auf der anderen Seite das Verschneiden von Angebot und Nachfrage funktioniert dort im Moment am schlechtesten. Je kleiner die betrachtete Gemeinde, desto weniger der zusätzliche Bedarf in den Vereinen. Ja, man sieht gerade bei den Gemeinden bis 2000 Einwohnern, dass hier ein sehr unterdurchschnittlicher zusätzlicher Bedarf der Vereine zu verzeichnen ist. Rechnet man das jetzt für Gesamtösterreich hoch, über alle Vereine, über die Gemeindegrößenklassen und die Bundesländer, dann kommt man zu folgender Abbildung. Die zeigt uns, wie viele zusätzliche Stunden in Österreich pro Jahr nachgefragt werden würden. Und über alle 9 Bundesländer wären das gute 940.000 Stunden, die zusätzliches Angebot von Sportvereinen bringen würde. Über alle Bundesländer hinweg in unterschiedlicher Intensität zeigt sich, ja, dass die Schultage wichtiger wären als die schulfreien Tage. Im Österreich-Schnitt ist es so, dass 75% der nachgefragten Stunden die Schultage betreffen, nur ein Viertel die schulfreien Tage, sprich Samstag, Sonntag, Feiertage und die Ferienzeiten. Nur das, was die Vereine nachfragen würden, reicht für die Berechnung natürlich nicht aus. Wir müssen schauen, wie viel können die Schulen überhaupt noch anbieten an freien Kapazitäten. Ja, wir haben hier eine sehr umfangreiche Befragung unter den Schulen durchgeführt. Ja, und wir sehen, an schulfreien Tagen ist es überhaupt kein Problem. Wir werden nirgendwo ein Kapazitätsproblem haben. Da sind ausreichend Stunden zur Verfügung. Bei entsprechendem Match von Angebot und Nachfrage funktioniert das einwandfrei. An den Schultagen wird schon kritischer. Wir haben nämlich 3 Bundesländer, nämlich Kärnten, Niederösterreich und Vorarlberg, ja, wo wir sehen, dass die Nachfrage nach Kapazitäten das mögliche Angebot, was die Schulen überhaupt noch leisten könnten, schon übersteigt. Sprich, in 3 von 9 Bundesländern braucht es auch zusätzliche Sportstätteninfrastruktur. Heißt im Rückschluss aber auch, in 6 von 9 Bundesländern könnten wir durch eine erweiterte Öffnung der Schulsportstätten bereits einen ganz großen Bedarf der zusätzlichen Kapazitäten abdecken. Angebot und Nachfrage muss immer irgendwo zusammenkommen und das findet man in dieser Grafik. Ja. Von den rund 940.000 Stunden, die nachgefragt werden würden, könnten 781.000 österreichweit pro Jahr abgedeckt werden. Und wir sehen hier vom Dunklen ins Helle die unterschiedliche Intensität. In Tirol wäre hier die größte Möglichkeit, gefolgt von Kärnten und der Steiermark, und an vierter Stelle dann Wien. Irgendwie muss man das Ganze in monetäre Größen bekommen, ja, und das funktioniert über die Einnahmen, die die Schulen generieren können. Ja, dann macht es im ersten Schritt natürlich auch Sinn, sich einmal genauer anzuschauen, wie viel nehmen Schulen heute bereits durch die Vermietung an Sportvereine ein. Ja, und das ist extrem beachtliche Zahl, nämlich 48 Millionen Euro jährlich, ja, nehmen Schulen bereits dadurch ein, dass sie ihre Schulsportstätten heute schon vermieten. Was bedeutet das jetzt für die zusätzlichen 781.000 Stunden? Hier können wir davon ausgehen, dass noch einmal 13,4 Millionen Euro an Mehreinnahmen generiert werden könnten durch die Schulen. Und all denen, die sagen, naja, wir haben auch zusätzliche Kosten, ja, ist zu sagen, selbst wenn man Reinigungskosten an den Wochenenden, die Bereitschaftsdienste und die zusätzliche Abnutzung, die die Geräte ja dann aufweisen, abzieht, bleiben den Schulen noch immer 7,8 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich übrig. Das heißt, eine Win-Win-Situation par excellence, ja, die Vereine könnten zusätzlich anbieten, die Schulen könnten zusätzliche Einnahmen generieren und auf der dritten Ebene hat der Staat auch noch was davon, nämlich mit den bereits
investierten 48 Millionen jährlich, ist es so, dass wir 36 Millionen Wertschöpfung generieren. Im direkten Effekt, ja, rechnet man noch alles dazu, was in der vorgelagerten Wertschöpfungskette, weil man ja Vorleistungen benötigt, dazukommt, ja, dann kommen wir auf 42 Millionen. Das heißt, 88% dessen, was ausgegeben wird für die Vermietung von Schulsportstätten, wird wieder wertschöpfungsrelevant in Österreich. Und noch stärker fällt der Effekt aus, wenn wir uns jetzt diese Zusatzeinnahmen anschauen. Ja, da verschiebt sich das Ganze in noch mehr Dienstleistungen für Bereitschaft beispielsweise. Da werden aus diesen 13,4 Millionen insgesamt 12,9 Millionen Wertschöpfung lukriert werden, die unmittelbar BIP-wirksam sind. Und das sind immerhin 96% der Ausgaben. Das ist weit überdurchschnittlich, wenn man das im Schnitt von Investitionen anschaut, wo nur 60-70% wertschöpfungswirksam werden in Österreich. In Beschäftigungseffekten ausgedrückt ist es etwas schwierig. Wir können davon ausgehen, aber dass rund 220 Arbeitsplätze in Österreich dadurch abgesichert werden. In Vollzeitäquivalenten umgerechnet werden das rund 161 Arbeitsplätze. Wir haben gesagt, nur Makroökonomisches zu betrachten, würde nicht weit genug gehen. Wir müssen uns das Ganze auch noch von der gesundheitsökonomischen Sicht ansehen. Dazu vergleicht man zwei Situationen, einmal den Status quo, also vor Öffnung oder vor erweiterter Öffnung der Schulsportstätten und einmal danach, wenn die Öffnung vorhanden wäre. Ja. Diese 781.000 Mehrstunden müssten dann in Personenäquivalente umgerechnet werden. Das heißt, wie viele Personen kann man zusätzlich erreichen durch diese zusätzliche Öffnung? Das wären rund 60.000 Personen. Und für unsere Berechnungen besonders relevant ist die Gruppe im erwerbsfähigen Alter, ja, weil nur die auf die indirekten Kosten auch einzahlen sozusagen. Aber das sind immerhin 55% der gesamt erreichten Bevölkerung. Welche Effekte muss man sich ansehen? Ich habe gesagt, direkte Gesundheitskosten, das sind die ambulären und stationären Behandlungskosten, die mit einer Krankheit verbunden sind. Insgesamt sind es ja 11 Krankheitsbilder, die einen direkten Effekt mit Bewegung haben, also wo sich Bewegung positiv auswirkt. Dann kommen aber auch noch die indirekten Gesundheitskosten dazu. Was sind die indirekten Gesundheitskosten? Das sind die Krankenstandskosten, die ja vor allem die Unternehmer zahlen in der ersten Linie, aber auch die Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitskosten, sprich Frühpensionierungen und im schlimmsten Fall Mortalitätskosten, also Todesfall im erwerbsfähigen Alter, also der größte volkswirtschaftliche Schaden sozusagen. Über alle Kostenkomponenten hinweg, es ist eine relativ komplizierte Berechnung und mit Details möchte ich Sie wirklich verschonen, aber auf der Folie ist zusammengefasst, was wir erwarten könnten mit der zusätzlichen Öffnung, nämlich einen Mehrwert oder eine Kosteneinsparung von 25 Millionen Euro, ja, die sich aufteilt zu ungefähr 9,5 Millionen auf direkte Gesundheitskosten und knappe 10 Millionen auf die Krankenstandskosten, noch einmal 4,5 Millionen auf die Todesfallskosten und ein geringer Anteil von 1,5 Millionen auf Invaliditätspensionen, ergeben in Summe 25 Millionen Einsparungen. Ja, wir brauchen da aber eine Nettobetrachtung. Wir wissen, je mehr Personen sich bewegen, desto größer das Risiko, dass jemand bei einem Sportunfall doch dann auch wieder Kosten verursacht. Wir gehen davon aus, dass rund 1,62 Millionen an Kosten zusätzlich anfallen würden, ergibt einen Nettoeffekt von 23,26 Millionen an gesundheitsökonomischen Effekten im Jahr, die zu den makroökonomischen Effekten noch hinzugerechnet werden müssen. Wenn man das Ganze nach Krankheitsbildern sich anschaut, dann streichen sich drei Krankheitsbilder, die da positiv beeinflusst werden würden, besonders heraus. Das sind zum einen Arthrosen und Rückenleiden, wo wir die größten Effekte erreichen, aber bereits an dritter Stelle die Depressionen. Depressionen zwar in der absoluten Anzahl Gott sei Dank noch deutlich geringer als alle anderen Leiden, in Kostenkomponenten allerdings extrem wichtig, ja, weil an einer Depression leidend bleibt man nicht einige wenige Tage, wie beispielsweise beim Rückenleiden daheim, sondern oft mehrere Wochen oder Monate, sodass hier ein großer volkswirtschaftlicher Schaden entsteht. Der Bereich Depressionen stark wachsend und anziehend, sodass man auch hier sieht, dass man einen großen Effekt auch in der Zukunft erreichen wird können. Und damit wäre ich soweit am Ende und darf für die Zusammenfassung dann auch schon das Wort weitergeben. So, danke für die Erstellung der Studie. Danke für die Präsentation. Und ich darf jetzt unseren Präsidenten bitten, seine Schlussfolgerung aus diesen Zahlen zu ziehen.
Ja, Herr Präsident, Frau Doktor, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst ein herzliches Danke für die Erstellung der Studie. Bedanke mich auch bei dir, Herr Präsident, dass gemeinsam die BSO und die Union diese Studie beauftragt haben. Und ich denke, dass diese Studie eine sehr gute Grundlage ist, eine Grundlage dafür, die Öffnung der Sportstätten in Österreich weiter voranzutreiben. Ein Thema, und das werden Sie mit Berechtigung sagen, das seit vielen Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten diskutiert wird, wo es aber doch Defizite gibt. Wir sagen einerseits, es gibt zu wenig Sportstätten in Österreich und auf der anderen Seite sind die vorhandenen Sportstätten 180 Tage im Jahr geschlossen. Ein Widerspruch in sich, denn es müssen einmal 180 Tage alle Sportstätten auch geöffnet werden, nämlich auch zur Ferienzeit, und dann kann man sagen, was ist noch notwendig. Also insofern ist es für mich eine bei einer strukturierten Vorgangsweise ganz einfach notwendig, nicht nur diese Forderung aufzustellen, sondern mit Nachdruck diese Forderung auch weiter zu verfolgen. Und ich werde dann auch eingehen darauf, wie wir das auch Schritt für Schritt weitermachen werden. Die Weltgesundheitsorganisation, und die Studie wurde ja auch vor 14 Tagen präsentiert, besagt, dass die Kinder und Jugendlichen vor allem in Österreich Bewegungsdefizite haben, dass sich nur 71% der männlichen Jugendlichen nicht eine Stunde pro Tag bewegen. 71%, die WHO sagt, Jugendliche sollten sich eine Stunde pro Tag bewegen. 71% der männlichen Jugendlichen machen das nicht in Österreich. Und es sind sogar noch mehr weibliche Jugendliche, nämlich 84%. Also da sieht man, dass wir Bewegungsdefizite haben, auch durch eine Studie belegt, nämlich eine Studie der WHO. Und ich behaupte, dass gerade wenn Vereine die Möglichkeiten haben, die öffentlichen Sportstätten entsprechend zu benutzen, dass auch diese Studie sich deutlich verbessert, nämlich dass sich Jugendliche tatsächlich diese Stunde pro Woche bewegen können. Braucht Voraussetzungen, braucht Rahmenbedingungen. Die geschlossenen Sportstätten hindern die Jugendlichen daran, beziehungsweise die Vereine daran, auch an schulfreien Tagen diese Infrastruktureinrichtungen in entsprechender Form auch benutzen zu können. Es hat Präsident McDonald auch gesagt, dass es mehr gesunde Lebensjahre geben sollte in Österreich. Da haben wir ein Defizit. Das stimmt. Wenn man sich die Situation zum Beispiel in Skandinavien anschaut, dann gibt es in Skandinavien eine ähnliche Lebenserwartung wie in Österreich, nur die gesunden Lebensjahre in Skandinavien sind deutlich länger. Und genau dort wollen wir hin, dass die Menschen gesund älter werden, dass sie nicht schon früh krank werden. Und wenn man im Kindergarten, in der Schule mit Bewegung verstärkt beginnt, wenn man hier Rahmenbedingungen schafft, wenn man die Sportstätten auch tatsächlich öffnet. Ich meine jetzt nicht nur die Turnsäle, sondern es gibt sehr, sehr viele Sportplätze mit Leichtathletikanlagen, mit kleinen Handballfeldern, mit Volleyballfeldern, die für die Schulen wunderbar mit Millionenbeträgen von Seiten des Bundes errichtet wurden. Und das in entsprechender Form zu nutzen, ist eine Herausforderung. Die Studie hat aber auch gezeigt, dass das nicht wirklich viel Geld kosten muss, sondern mit bescheidenen Beiträgen kann man hier durchaus dafür sorgen, dass das kostenneutral auch geschieht. Und auf der anderen Seite hat man natürlich einen sehr großen gesundheitlichen Mehrwert. Ich möchte auch betonen, mir geht es um die Sportstätten des Bundes, mir geht es um die Sportstätten des Landes, mir geht es um die Sportstätten, die in den Gemeinden auch vorhanden sind. Wir haben ja bekanntlich in Österreich 2100 Gemeinden, wo es wahrscheinlich in fast allen Gemeinden Sportstätten gibt. Man muss auch sagen, dass in den kleinen Gemeinden das durchaus anders gehandhabt wird als in größeren Städten, dass es dort diese Öffnung natürlich gibt. Ich kann mich zurückerinnern, ich war selbst in meiner früheren Jugendzeit 13 Jahre Bürgermeister einer kleinen Stadt, wo wir alle unsere drei Turnsälen, Sportplätze natürlich für die Vereine geöffnet haben, für die Sportvereine, aber auch für die Feuerwehr. Also das war überhaupt kein Thema und ich denke, dass man hier das auch Schritt für Schritt weiter vorantreiben müsste. Ich höre immer wieder drei Argumente, warum das nicht geht. Eines der Argumente ist, im Sommer müssen wir unsere Sportstätten schließen, weil der Schulwart im Urlaub ist.
Mir ist nicht bekannt, ja, und ich war ja auch direkt in einer Sporthauptschule, dass wir die Schule geschlossen hätten, wenn der Schulwart während der Schulzeit krank ist und nicht anwesend war. Es kommt auch vor, dass jemand schwer erkrankt, wochenlang nicht vorhanden ist, im Krankenstand ist, berechtigt, ja. Aber dann kann ich ja nicht die Schule schließen. Und ähnlich ist es im Sommer. Wenn jemand im Urlaub ist, steht ihm der zu, natürlich. Ja, aber da muss Ersatz gefunden werden. Das ist eine organisatorische Frage, wie man das macht. Auch da sind wir behilflich, einige Gedanken einzubringen. Das kann nicht der Grund sein, Sportstätten 180 Tage im Jahr zu schließen. Das geht nicht. Zweites Argument ist, für mich auch ein Scheinargument, es müssen die Schulen general gereinigt werden. Dass eine Schule sauber sein muss, ist selbstverständlich. Ich habe noch nie gehört, dass ein Krankenhaus geschlossen wird wegen einer Generalreinigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das AKH oder einige Abteilungen zusperren, weil es eine Generalreinigung gibt. Und in einem Krankenhaus hat die Reinigung einen noch größeren Stellenwert als in einer Schule. Beides sehr, sehr wichtig, aber es wird nichts geschlossen wegen einer Generalreinigung. Also insofern ist das auch in der Schule nicht notwendig. Dritter Punkt, der immer wieder gesagt wird, naja, da gibt es ein Haftungsproblem, wenn der Sportplatz des Bundes von einem Verein benutzt wird, dann gibt es ein Problem bei der Haftung. Ich sage, dass es dieses Problem der Haftung nicht gibt. Denn jede Sportanlage des Bundes, auch der Gemeinden und der Länder, sind kommissioniert, müssen alle Sicherheitsvorschriften erfüllen, denn als Bürgermeister kann ja niemand auf meine Sportanlage öffentlich zugänglich machen, wenn die Voraussetzungen im Bereich der Sicherheit nicht gegeben sind. Das ist eine wesentliche Voraussetzung. Außerdem gibt es eine Zusatzversicherung, wenn etwas passiert, dass natürlich die Gemeinde da auch abgesichert ist. Also, und der Trainer, der die Sportstätte benutzt, der ist ja auch Trainer im Verein. Auch dort kommen Jugendliche hin, wo man sich, auch das ist, geht ja aus der Studie hervor, natürlich kann es Verletzungen geben und je mehr Sport betrieben wird, umso größer sind die Verletzungen. Das ist ja ganz klar, aber der Mehrwert ist die Gesundheit. Also insofern, glaube ich, sind das durchaus Argumente, die man sehr offensiv entgegnen kann, die aus meiner Sicht auch keine Substanz haben. Ich sage das mit aller Deutlichkeit. Und wir werden hier alles unternehmen, dass aufgrund dieser Studie eben die Sportstätten geöffnet werden, nämlich diese 180 Tage. Bedeutung des Sports hat schon der Präsident hingewiesen, kann mich dem nur anschließen. Für mich auch ein ganz ein wichtiger Aspekt neben der Gesundheit, neben der Integration ist die Entlastung der Familien. Wenn Sie zwei schulpflichtige Kinder haben, dann besteht die Herausforderung darin, 9 Wochen in den großen Ferien die Kinder zu beaufsichtigen. Es haben wenige 9 Wochen Urlaub, um das tatsächlich auch machen zu können. Wenn Sie für die Kinder ein Sportcamp buchen, Fußballcamp, Dormanncamp, Reitercamp, es gibt hier wirklich gute Angebote, dann kostet es ca. 300 Euro aufwärts pro Kind. Also insofern für eine Woche sieht man, dass es schwierig ist für manche Familien, das auch finanziell sich zu leisten. Wenn man die Bundessportstätten öffnet, Gemeinden machen das meistens mit einem sehr, sehr niedrigen Betrag oder teilweise sogar kostenlos. Soll man etwas bezahlen, dann kostet die Stunde für die gesamte Gruppe, wenn das 20, 30 Kinder sind, 35 Euro, bis zu 35 Euro für die gesamte Gruppe. Also eine deutliche Entlastung des Familienbudgets, für mich auch ein sozialer Aspekt, dass die Kinder schöne, gepflegte, sichere Sportanlagen benutzen können, nicht den Turnsaal, sondern ich rede im Sommer auch von den zahlreichen anderen Sportstätten, die es eben gibt, dass die benutzt werden können. Ja, das sind, glaube ich, einige logische, nachvollziehbare Argumente und wahrscheinlich wird es nicht allzu viele geben, die nicht sagen, eigentlich wäre es vernünftig, wenn wir das im Sinne des Sports, der Gesundheit der Kinder, der Erwachsenen auch
diese Sportstätten öffnen könnten und diese 180 Tage deutlich reduzieren könnten. Was werden wir als nächsten Schritt setzen? Wir werden sowohl mit den Vertretern der neuen Bundesregierung Kontakt aufnehmen. Wir dürfen diese Studie natürlich dem zuständigen Sportminister auch überreichen, den zuständigen Unterrichtsminister oder Ministerin auch überreichen. Wir sind auch im schriftlichen Kontakt mit dem Herrn Bundeskanzler bereits, wo wir auf einige Punkte hingewiesen haben. Und es gibt auch bereits zwei Termine. Wir werden mit allen Landeshauptleuten persönlichen Kontakt suchen, mit allen Sportreferenten in den österreichischen Bundesländern. Wir haben bereits zwei Termine beim Wiener Bürgermeister und beim Bürgermeister der Steiermark, wo wir genau auch auf dieses Problem schwerpunktmäßig aufmerksam machen und wo wir versuchen, auch von Seiten der Bundesländer eben und gemeinsam mit dem Bund Lösungen zu finden. Nicht zu sagen, das geht aus den drei erwähnten Gründen nicht, sondern das kann man lösen. Wenn man will, dass die Sportstätten geöffnet werden, gibt es sehr, sehr kostengünstige Lösungen. Und diese Lösungen im Sinne einer gesunden Jugend, die streben wir an. Da unternehmen wir wieder einen kräftigen Anlauf. Ich weiß, seit Jahren, Jahrzehnten wird das diskutiert, aber ich möchte alles unternehmen, damit uns jetzt auch der Durchbruch gelingt. Danke. Danke, Sport Austria, Präsident Hans Nissen. Und ich darf damit noch einmal das Wort an Peter MacDonald übergeben. Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Vielleicht noch kurz zusammengefasst. Die Sportvereine sind auf die Schulsportstätten angewiesen. Das muss uns bewusst sein. Wir haben ein tolles Netzwerk an Sportvereinen österreichweit, die tolle Arbeit leisten, einerseits für die gesellschaftliche Entwicklung, für die Weiterentwicklung jedes Einzelnen, aber auch für jene in der Gesellschaft, die gehören unterstützt. Da passiert sehr viel ehrenamtlich, unentgeltlich, unbezahlt. Bedanke ich mich bei dir auch, Herr Präsident, dass du das wirklich so federführend in die Hand nimmst, dass wir hier auch jetzt aktiv an die Politik noch einmal herangehen, gerade in Zeiten der Veränderung, der Regierungsprogrammentwicklung. Glaube ich, ist es auch unsere Aufgabe als Interessensvertreter im Sport, für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die Sportvereine, ganz klar aufzuzeigen, dass der Sport nicht etwas ist, was am Schluss irgendwo mit angehängt werden soll, sondern das ist eine der wesentlichsten Aufgaben der Politik, nämlich nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch gesundheitspolitisch und bildungspolitisch. Und kurz zusammengefasst haben wir wirklich ein schönes Bild dieser Studie, die ein Paradoxum zeigt. Ein Paradoxum, dass wir die gesunden Lebensjahre mehren können, dass wir die Gesundheitskosten reduzieren können und dass sogar die Schulen durch erhöhte Mieteinnahmen davon profitieren können. Und am meisten profitieren davon die Kinder und Jugendlichen, die dann diese Sportflächen nutzen können. Dankeschön. Danke für diese klaren Worte. Frage von unserer Seite, Frage von unserer Seite. Sehr geehrter Herr Kanzler, schon mal ein Gedanke, nicht erst auf die Leitregierung zu warten, sondern der Übergangsregierung die Sache auch stark zu machen. Ist das eine Möglichkeit zu sagen, vielleicht ist die Würde gar nicht so groß, vielleicht finden Sie da ja unbürokratische, schnelle Lösungen, weil der Präsident Nissen die drei Basisausreden, die Sie immer bereits erwähnt hat, die lassen sich ja mit Logik und Hausverstand ganz gut argumentieren. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, die Zeit jetzt. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage und ich kann nur sagen, dass wir in den nächsten Tagen auch einen offiziellen Termin beim Herrn Finanzminister und Sportminister haben, um auf diese und auch andere Themen im Bereich des Sports einzugehen. Und ich glaube, dass der übergangsvoraussichtlich, also ich kann das auch nicht mit Sicherheit sagen, aber sich hier sehr gut eingearbeitet hat. Ich habe die Möglichkeit, mit ihm einige Gespräche schon zu führen, auch am Tag des Sports, und es ist sicher interessant, vor allen Dingen mit jemandem, der für die Finanzen zuständig ist und für den Sport zuständig ist, diese Themen auch anzusprechen. Das werden wir vor Weihnachten auf alle. Wir haben nächste Woche einen Termin beim Finanz- und Sportminister. Thank you.